Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Channel und heute zeige ich euch, wie meine Babyparty gefeiert wird. Viel Spaß dabei! So ihr Lieben, ich bin noch nicht angezogen, ist aber schon so warm auf unserer Dachterrasse und ich bin hier gerade, ich zeige es euch mal, mit der lieben Alex. Hallo. Huch, warte, die muss ich mal zeigen. Wir sind jetzt nämlich gerade beim Anfang des Dekorierens und wir müssen noch mal gucken, wo das hier alles hingehört. Und das zeigen wir euch natürlich gleich. Ich muss mich auch noch mal kurz umziehen. Und dann hoffe ich, dass meine ganzen Freundinnen und Familie gleich kommen und wir eine ganz, ganz schöne Zeit verbringen hier auf dem Balkon. So, jetzt habe ich mich ins Outfit geschmissen, in mein Balkon-Babyparty-Outfit, damit man die Mummel noch einmal schön betont. Und jetzt geht's mal die Vorbereitung angucken mit euch. So ihr Lieben, hier draußen stehen schon die Sarah bereit. Die geht auch gleich wieder. Und die Alexandra, hallo. Hi. Sarah war gerade für die super Tischdeko hier zuständig. Hier sind Wimpel und kleine Ballons schon mal angebracht. Da muss ich nachher gleich noch mal ein Foto von machen. Huh, seht ihr? Ich kann sie noch nicht mal festhalten, hier ist so windig. Da ist ein It's a Girl und ein rosa Chuck. Hier ist nämlich schon die liebe Göckchen von Sweet Kitchen. Hier gibt es schon mal eine Torte für die kleine Maus. Und hier wird mit Handschuhen gearbeitet. Hallo. Und guckt mal, was die da gemacht haben. Wie habt ihr das gemacht, dass ihr da Schuhe hinkriegt? Wir haben 3D-Formen gekauft und haben Fondant reingeknetet. Aus was ist das? Fondant. Und das kann man essen? Ja. Und guckt mal, was es da noch gibt. Und die sind mit kleinen, oh Mann, mit Füßen. Seht ihr das überhaupt? Es ist so niedlich. Und da drüben, hallo, wird schon vorbereitet für die Gäste das Sushi. Für mich leider kein Sushi mit Fisch und so, aber wisst ihr ja, es gibt ja auch was anderes. Und dann gibt es noch Reis für Julian und so. Der isst ja jetzt auch nur vegetarisch. Auf jeden Fall wird es hier gerade schon alles vorbereitet und ich bin ganz gespannt, wie es nachher wird. Jetzt füllt sich langsam. Jetzt sind die ersten Gäste schon eingetrudelt. Guck mal, schon eine Windeltorte. So, ihr Lieben, jetzt sind wir hier bei der Fotosession. Ich habe nämlich so ganz hübsche Ballons bekommen und die müssen jetzt mal in Szene gesetzt werden. Sehen die nicht schön? Liebe Luftballons, Luftballons. Happy Baby. Happy Baby. Hey. Ein Badeparty. Ja. Ich sehe es jetzt schon. Ich brauche es noch nicht mal auspacken. Das sind Lisa und ich. Aus. Und Lisa hat ihr Baby schon. Vielen, vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir eine Erinnerung. Ich habe Vasen gefunden bei mir, ist ja unglaublich. Also keine kleine, aber. Jetzt gibt es halt noch Tees. Naja. Aber sie überlebt es erstmal. Nein, hat er selbst gemacht. Jetzt sage ich das, was alle hören wollen. Das Buffet ist eröffnet. Ihr könnt aufstocken. Ja, ich versuche einfach. Das ist so, mein Teller ist vielleicht ein bisschen groß, aber ich probiere jetzt erstmal von allem etwas. Ich habe hier gekochte Garnele, ich habe hier irgendwas Vegetarisches von Julian. Hier ist Huhn. Nee, was ist hier drin? Tofu? Tofu. Und was ist hier drin? Hähnchen. Hähnchen. Genau. Und das wird jetzt. Es wächst und wächst und wächst bei mir. Wir müssen unbedingt bei der Alex vorbeischauen, weil die isst eigentlich kein Sushi. Bei uns gibt es heute Sushi und mal sehen, wie es der schmeckt. Ja, Alexandra, müssen wir gleich folgen. Es wird Zeit. Wir konnten sie noch nicht ganz überzeugen, aber Alexandra sagt, frittiertes Sushi ist schon mehr ihr Akzeptabel.
Hallo, es hat einen Hintern. Also ein Hintern. Und es hat Öhrchen. Ich habe noch nichts mit Öhrchen. Was willst du nachher trinken, wenn du wieder am Start bist? Passt mir gar nicht. Passe ich bald wieder rein. Zieh ich dann auch an. So, ihr Lieben, wir sind jetzt bei der Babyparty. Die ist voll im Gange. Und Omi ist schon da. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Papi, sonst sind alle Gäste da. Ja. Und jetzt haben wir uns erstmal schon mal voll gefressen hier. Aber wie? Und genauso ja, voll wie die Party ist, ist aber mein Magen. Aber wisst ihr, das ist hier einfach. Das toppe ich nicht. Nee, das toppst du nicht. Wir freuen uns natürlich, dass alle gekommen sind, dass wir so viel Spaß haben und allen das Essen schmeckt. Ja, zum Glück. Und wir die geilen Geschenke. Wir haben geile Geschenke abgesagt. Ich habe gekocht. Du hast gekocht? Nein, das war Spaß. Das hat so lecker Vor geschmeckt. Vor Wut deswegen. Nein. Vor Wut? Ich habe tolle Geschenke bekommen. Ja, ja. Aber ich muss erst mal reingucken, richtig? Die hat tolle Geschenke bekommen. Ja, ist gar nicht für mich stimmt. Und jetzt gibt es noch gleich riesenleckeren Nachtisch. Yes. Und da muss ich ganz kurz sacken lassen. Aber dann geht's los. Dann geht's ab. Und ja, wir machen uns jetzt hier einfach noch eine schöne Zeit. Und die Deko ist gelungen, hoffe ich. Absolut. Hab ich toll gemacht. Hast du ja, natürlich. Nein. Und ja, jetzt machen wir erstmal weiter. Ne? Yes. Ich bin Gagchen von Sweet Kitchen und wie man sieht, hier habe ich leckere Süßigkeiten mitgebracht. Wir haben uns auf Low Carb spezialisiert. Wir haben Süßigkeiten ohne Zucker und mit kohlenhydratarmen Mehlen. Hier haben wir Donuts mit weißer Schokolade und Mini-Muffins mit süßen Schüchen. Und ich wünsche natürlich Alina und Julian nur das Beste und dass das Kind gesund ist und super glücklich wird es aufwachsen mit ihren Eltern. Hi, ich bin Colin, das ist Melanie. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen bei dieser bezaubernden Babyparty. Wir wünschen Julian und Alina alles Gute mit dem Kleinen und ganz, ganz viel Liebe, Glück Kleine. Und Zufriedenheit mit der Kleinen. Hey Freunde, mein Name ist Giscard, das ist Juliane, meine bezaubernde, schöne Freundin. Ich bin Eigentümer und Inhaber der Gymkantine und Berliner Personal Trainer. Wir beide haben uns über das 10-Wochen-Programm von Julian und Alina kennengelernt. Sie hat das seit Juli gemacht, ich das 10-Wochen-Programm. Julian kennt uns länger. Wir pflegen eine wundervolle Freundschaft und sind fröhlich heute bei der Babyparty dabei sein. Ich wünsche euch alles Gute für die Kleine und genießen den Tag heute. Genau. Hallo, wir sind Mona. Jana und Nicole. Ja, wir kennen Alina und Julian schon sehr, sehr, sehr lange. Vor allem ja, schon aus den Zeiten, wo wir noch lange nicht volljährig waren und ganz viel Mist getrieben haben. Halligalli-Zeit. Genau. Es ist eigentlich extrem schön zu sehen, dass die beiden immer noch zusammen sind nach dieser langen Zeit und was sie sich auch aufgebaut haben. Wir sind mega stolz auf die beiden. Die haben das so toll gemacht. Ja, nicht nur beruflich, sondern halt auch als Familie. Bin ich ganz sicher, wird es einfach wunderschön werden. Immer noch schöner. Wir wünschen euch einfach nur alles, alles Liebe und Gute für auch die weitere Zukunft und vor allem mit der kleinen Maus. Sie kann sich unglaublich glücklich schätzen, so tolle Eltern zu haben. Und der wird es nie an irgendwas fehlen. Und damit meinen wir auch nicht Geld, sondern einfach Liebe. Sehr spannend, glaube ich. Ja. Wird die Welt sehen. Passt auf euch auf und genießt eure Zeit. Alles Liebe. Wir haben euch lieb. Hey, mein Name ist Kaya. Ich bin Personal Trainer aus Berlin. Wir sind hier auf Alina und Julians Baby Shower Party. Alles Gute für die beiden. Vom ganzen Herzen. Viel Spaß. Ich bin Roland. Ich bin die Person hinter InKicks. Wir bedrucken Schuhe nach eurem Wunsch sozusagen. Und ich kenne Alina und Julia über meine bessere Hälfte Mona. Hab ich vor 4 Jahren kennengelernt. Ich würde ihnen gerne zum Nachwuchs gratulieren. Wir sind jetzt gerade auf der Babyparty. Wir sitzen hier alle zusammen und haben viel Spaß. Wir wünschen euch beiden und der kleinen Hunde alles Gute. Ja, in 2 Wochen circa habt ihr auch so ein kleines Würmchen hier. Viel Spaß damit. Jetzt wird die Torte angeschnitten. Meine Torte. Willst du was essen? Ja. Nein, schön. Guck mal, meine Torte von oben. Und so sieht sie von innen aus. Und sie ist schokoladig. Göckchen weiß, wie man Frauen glücklich macht. Julian, Alina, wir freuen uns sehr auf den kommenden Monat, wenn die kleine Lili denn endlich da ist. Die Zeit ist unheimlich schnell vergangen und ich freue mich so sehr, Tante zu werden. Und wir wünschen euch alles, alles Liebe. Ihr werdet bestimmt eine ganz perfekte kleine Familie. Und Papa, möchtest du auch noch was sagen? Lili, ich bin jetzt dein Opa, denn, wenn du diesen Film siehst, halt.
Und wir haben uns ganz riesig gefreut, als wir gehört haben, dass du unterwegs bist. Und es war eine ganz spannende Zeit. Und jetzt freuen wir uns natürlich auch ganz, ganz, ganz riesig, dass du endlich auf der Welt bist. Deine Oma, die wünscht dir auch alles. Sehr. Die freut sich auch. Okay, bis nächsten Monat. Tschüss.